Herzlich willkommen zu unserer Stadt-Land-Fluss-Tour bis ans Meer. Gestern haben wir euch den Wanderstein gezeigt, den wir gefunden haben. Den Harzstein. Und den lassen wir jetzt hier. Uns hat es hier so gut gefallen im Landhaus Meier. Das ist toll. Also falls ihr mal hier vorbeikommt, unbedingt hier bleiben, hier essen, hier übernachten. Das Essen ist wahnsinnig lecker. Die Leute sind wahnsinnig lecker. wahnsinnig nett. Gut. Und der Stein bleibt jetzt hier. Und wenn irgendeiner diesen Stein hier findet und das Video sieht, sagt uns mal bitte Bescheid. Würde mich echt interessieren. Und jetzt geht's wieder auf große Tour. Under your wing, everything is all right. Nothing ever will be quite the same. Say that it's been a hard time. With you it's always easy as can be. Well, I could wait a long, long time to prove that I am true. Runter, aber wir haben extrem Gegenwind. Wenn das heute den ganzen Tag so bleibt, dann wird das wieder genauso anstrengend wie gestern. Meine Güte! Was uns übrigens eben beim Packen aufgefallen ist, wir müssen auf dem letzten Campingplatz die Zeltplane vergessen haben. Jetzt haben wir eben mal nachgefragt, in Osterode gibt es einen Intersport und dann gucken wir mal, ob wir da eine Zeltplane kriegen. Es ist windig! Sturm! Another time we could have been like strangers. Das da oben sieht gut aus, ne? Ja. Oder auch nicht in dem Fall. Ja. Sturm, wir kommen an die Talsperre. There's a place I have found in the shade on the ground. Far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky. There's a cloud. Distance I see someone waving at me.
Haben wir Intersport Stricker. Da müssen wir jetzt hin. Die vermisste Frau M. taucht wieder auf. Sie verschwand im Actionmarkt. Ich habe sogar noch eine Campinglampe mit dazu geholt. Na sowas. Ja, eine Unterhose und die Zeltplane. Die ultimative Flecktarn-Zeltplane. Genau, damit uns keiner mehr entdeckt. Nachdem sie vermisst wurde. Genau. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Wir sitzen in Osterode am Eiscafé und wir haben genau 12 Kilometer jetzt geschafft. Das wäre eigentlich unsere ursprüngliche Route gewesen. Wir sind aber hier vorne abgewichen, weil wir ja noch eine Zeltplane kaufen mussten. Und jetzt sind wir hier lang gegangen und hier sitzen wir gerade im Eiscafé. I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. Das war jetzt also Osterode. War das nicht toll? Wunderschön. Weiter geht's nach Herzberg. Wo ist der Teufel? Hier ist der Teufel. So, guckst du, ne? Mal eben schnell Frisur und Oberteil gewechselt. Das wird jetzt ganz schön warm. So ist es. Warm. Ich sag nicht, was ich gemacht habe, aber es hat irgendwas Markus mit hat sich den Hintern eingecremt. I heard you say you found the story all tucked away in the back of the room. Been lost for years, far away from the glory, in the midst of our day-to-day routine, in the corner of our mind. Das sieht aus wie in die Landschaft gemalt. Total toll. Blumen, Felder, Hügel, alles dabei. Und die schönste Blume ist in Gelb und sie ist neben mir. Oh Gott! Schön zu befahrener Asphalt auf dem Weg nach Herzberg. Aber, wie du siehst, kein Radweg. Und die Autos knallen hier ordentlich lang. Das war also Herzberg. Wir haben nur einen kurzen Blick in die Fußgängerzone geworfen und haben das Welpenschloss, was mit Sicherheit wunderschön ist, ausgelassen, weil ich habe bei Komoot geguckt und das liegt auf dem Schlossberg und alles, was mit Berg ist, das müssen wir nicht unbedingt in die Tour mit einbauen. Und deshalb fahren wir jetzt weiter. Jetzt geht's nach Duderstadt. Ich glaube, in Duderstadt mache ich heute ein Teilchen aus Plunder mit Puderplatt.
Das war ein wunderschöner Reim von Markus auf dem Pöldurum-Springeradweg. So, jetzt geht's über die Oder. Oder nicht? Wo ist sie denn? Da ist sie. Da fließt sie. So, du meinst, es ist eine alte Bahnstrecke hier? Könnte sein, ne? Sieht so ähnlich aus, wegen dem Damm links und rechts und dieser Markierungssteine. Ja, stimmt. So geht's weiter. Heftig. Ja, wir müssen mal wieder schieben. Boah, es ist zwar schön asphaltiert, aber... Nach der Waldpassage war es leider zu steil, um wieder aufzusteigen. Im dicken Ritzel und auch beim Kleinen hätte ich, glaube ich, heute Probleme gehabt. Ja. Und schieben ist echt anstrengender als fahren. Geht ganz schön auf die Waden. Sieht das schön aus, komm mal gucken. Zum Harzabschluss noch mal ein Blick auf den Harz. In weiter Ferne macht er am meisten Spaß. Nein, nicht. Hat wirklich Spaß gemacht. Absolut. Das war der erste große Anstieg. Da vorne geht's jetzt runter. Sehr schön. Runter finde ich gut. Da geht's jetzt runter. Gott sei Dank. So, und was ich mit ersten großen Anstieg meine, das ist das hier. Wie man sieht, es ist immer noch ganz schön hügelig hier. Wir sind noch vor dem zweiten Anstieg. Beziehungsweise, ja, so langsam moderat kommt jetzt der Anstieg. Und dann geht es gleich noch mal ein bisschen knackiger hoch. Erkennbar an den Aufnahmen, wo wir gehen werden. Oh, das tut so gut. Oh, herrlich. So lässt sich das aushalten. Ah ja, verdiente Abkühlung. Wir sind jetzt in Furbach
bis du da Stadt haben wir es nicht mehr weit. Und dann haben wir eigentlich den schlimmsten Teil der Strecke überstanden. Also wir haben den eigentlich gleich schon überstanden. Das dauert nicht mehr bis du da Stadt. Diese beiden Zipfel, die ich eben gezeigt habe, die haben wir dann durch. Und dann ist es nicht mehr weit bis zu unserem süßen kleinen Campingplatz in Nesselröde. Ja, ich schieb schon ein bisschen länger als Markus. Oh, die Pause eben tat gut. Und das ist jetzt der Gipfel vom zweiten Berg. Und jetzt geht's eigentlich nur noch runter. Ja, ganz zum Schluss zum Campingplatz nochmal. Ne? Da geht's noch ein bisschen hoch. Der fährt schon wieder, ich fasse es nicht. Du Blödmann. Das ist das Forsthaus. Rote Warte. Und jetzt geht's runter! Endlich! Schussfahrt bis Bruderstadt. Wie süß. Jetzt müssen wir gucken, dass wir was zum Einkaufen finden. Wir haben übrigens 17.25 Uhr. Heute werden wir vielleicht, wenn nichts anderes dazwischen kommt, endlich mal frühzeitig am Campingplatz ankommen. Markus, wie war es bis jetzt? Ja, also man merkt die Vorbelastung, keine Frage, aber war okay. Wir sind in Nesselröden. Noch 3,2 Kilometer bis zum Campingplatz. Da sind wir. Da ist das Ziel. Ich weiß nicht, ob man sieht, von da ganz, ganz, ganz unten sind wir hochgekommen. Haben hier nochmal einen herrlichen Blick. Wir haben nur noch 440 Meter. Bisschen mehr als eine Sportplatzrunde. Aber wir mussten noch mal Pause machen. Das ging einfach nicht mehr. Also dieses letzte Stück, das hat uns noch mal so geschafft. Ich bin einfach total platt. Kann's nicht anders sagen. Aber wir freuen uns jetzt gleich auf den Campingplatz. Und wir haben ganz lecker eingekauft. Und es gibt ganz leckere Sachen. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Absolut. Da ist es. Wir sind da. Wir sind angekommen auf dem Campingplatz Nesselröder Warte, ungefähr 10 Kilometer hinter Duderstadt. Hier vorne steht unser Zelt, das haben wir schon aufgebaut. Markus hat schon gekocht, wir haben schon ein bisschen was gegessen, Gang 2 kommt aber gleich. Und jetzt zeige ich mal ein bisschen vom Zelt. So sieht das hier innen drin aus, die Inlets von Decathlon. Die haben wir einfach quasi wie so ein Bettbezug über die Isomatten drüber gemacht. Erstens raschelt es dann nicht so und zweitens ist das noch ein bisschen mehr Luxuscharakter. Das ist ein bisschen mehr wie ein Bett. Ich zeige ein bisschen was vom Campingplatz.
Hier vorne ist die Anmeldung. Hier kann man ein paar Getränke holen, alles übrigens zu moderaten Preisen. Hier ist das Spülbecken und hier vorne sind einmal Damen- und Herrenduschen, Damen- und Herrentoiletten und wie sich das gehört, natürlich Desinfektionsmittel. Es gibt auch noch ein kleines Holzhäuschen mit Tischen, mit Stühlen. Das ist auch immer offen und kann benutzt werden. Und da gibt es Strom. Und die liebe Lena hat uns sogar erlaubt, dass wir hier kostenlos unser Handy aufladen dürfen. Dankeschön. Gleich daneben noch ein überdachter Sitzplatz. Ja, der Tag heute war anstrengend. Also es war definitiv kein Erholungstag. Trotz der wenigen Kilometer. Trotz der wenigen Kilometer, da waren doch wieder einige Anstiege mit dabei. Und morgen geht's schon nach Hannover-Schmünden und da starten wir dann den Weserradweg. Ne? Cool. Und jetzt wird getrunken.